Chronometer? Chronograph? Chrono was? Wenn ihr euch diese Fragen auch hin und wieder stellt oder schon einmal gestellt habt, dann seid ihr heute hier genau richtig. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhren-ABC. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, das ist meine erste Folge meines Uhren-ABCs, in dem ich einige Begriffe rund um die Uhrenwelt erklären möchte. Ich habe mir die beiden Begriffe ausgesucht, die ich am Anfang auch häufig verwechselt habe und von denen ich glaube, dass ich auch denjenigen unter euch zumindest teilweise noch etwas Neues sagen kann, die diese Begriffe grundsätzlich auseinanderhalten können. Es geht um die Begriffe Chronometer auf der einen Seite und Chronograph auf der anderen Seite. Chronometer ist heute in der Hauptsache eine Qualitätsbezeichnung über die Ganggenauigkeit des Uhrwerks und ein Chronograph ist eine Uhr mit einer Zusatzfunktion. Ich würde gerne mit dem Chronometer beginnen. Geschichtlich ist das Chronometer eher ein nautisches Instrument. Es bezeichnet eine extrem ganggenaue Uhr, die nicht an einen speziellen Ort gebunden ist, sodass sie transportiert werden kann und Strecken zurücklegen kann. Sie war auf Schiffen deshalb sehr wichtig, weil für die Navigation über Sonnenstand und Gestirne die genaue Uhrzeit erforderlich war, um nicht vom Kurs abzukommen und auf eine lange Strecke bei einer Ozeanüberquerung können ja ein paar Grad schon extrem viel ausmachen. Aus diesem Grunde war die genaue Uhrzeit unglaublich wichtig. Und das Chronometer auf Schiffen war in der Regel eine riesengroße Uhr, also riesengroß im Sinne von so groß, schon also ein Block, aus Messing gefertigt. Die Uhr war speziell gelagert auf verschiedenen Achsen, sodass sie immer in der Waage war, egal wie der Wellengang war. Das Uhrwerk war mit besonderer Sorgfalt und Präzision gefertigt, oben drüber eine verschraubte Glaskuppel, sodass sie auch aus allen Winkeln gut ablesbar war. Das ist so der historische Ursprung des Chronometers. Heute ist das nicht mehr notwendig. Heute gibt es Funkuhren, Funkabgleich, es gibt GPS und selbst jede herkömmliche Quarzuhr wäre ausreichend genau, um eine verlässliche Navigation an Bord eines Schiffes durchführen zu können. Nichtsdestotrotz hat die Chronometerfunktion ihren Reiz nicht verloren. Einige Armbanduhren sind heute Chronometer zertifiziert, wie man es heute nennt, also nach einer bestimmten Prüfung und einem bestimmten Prüfverfahren justiert und ausgerichtet, um eine überdurchschnittliche Ganggenauigkeit zu bescheinigen. Es gibt im Wesentlichen zwei Institutionen, die diese Chronometer-Zertifizierung von Armbanduhren durchführen können. Das ist zum einen die COSC. COSC steht für Contrôle Officiel Suisse de Chronomètre und wurde 1973 gegründet. Also eine Institution mit Tradition, die auch sehr, sehr viele Uhrwerke überprüft und zertifiziert. Diese Institution hat quasi den Standard gesetzt. Seit 2006 gibt es noch eine weitere Institution, die diese Prüfung durchführen kann. Und zwar handelt es sich hierbei um die, auch das muss ich kurz nachlesen, die Sternwarte Wempe Chronometerwerke Glashütte, gegründet 2006. Der Einfachheit halber werde ich immer COSC und Sternwarte sagen. Ich denke, es ist dann ganz klar, was gemeint ist. Sowohl die COSC als auch die Sternwarte prüfen automatische und mechanische Uhren, also auch Handaufzugsuhren, nach den gleichen Kriterien, die ich euch hier oben einblenden werde. Es ist eine sehr technische Beschreibung. Uhren werden in unterschiedlichen Lagen geprüft, unterschiedliche Durchgänge. Die Abweichung ist genau vorgeschrieben. Ihr könnt das nachlesen. Wenn ihr es genau wissen wollt, drückt kurz auf Pause. Dann könnt ihr die Werte ganz genau lesen. Diese Werte sind für mechanische Uhren, also Automatik und Handaufzug, für beide Institutionen identisch, sowohl die COSC als auch die Sternwarte.
Trotzdem gibt es einen Unterschied. Die COSC prüft nur Werke. Nur im Sinne von Werke, die noch nicht in die Uhr eingeschaltet sind. In der Sternwarte werden komplett montierte Uhren geprüft. Auch der Durchsatz der geprüften Gegenstände, der geprüften Einheiten ist in der COSC wesentlich höher als in der Sternwarte. Der Unterschied zwischen Werk und fertiger Uhr hat in beiden Fällen Vor- und Nachteile. Wenn ich nur das Werk prüfe und zertifiziere, bedeutet das, dass dieses zertifizierte Werk anschließend noch in die Uhr eingebaut werden muss, wobei theoretisch natürlich sich das Gangbild verändern könnte. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, dass das Gehäuse gar nicht verschickt wird, es kommt nichts dran, es hat kein Fremder in der Hand. Und bei der Sternwarte ist es gerade umgekehrt. Die Uhr ist fertig montiert, das Werk muss nicht mehr überprüft werden, es wird in der fertigen Uhr zertifiziert. Dafür wird auch die Uhr als Ganzes verschickt und dem Prüfprozedere unterzogen. Da mag jetzt jeder selber entscheiden, was für ihn besser oder schlechter ist. Für mich persönlich macht es eigentlich keinen so großen Unterschied. Bei der Prüfung selber gibt es nur bei Quarzuhren einen Unterschied. Auch das blende ich euch hier ein. Die Prüfkriterien für Quarzuhren sind bei der COSC und in der Sternwarte unterschiedlich, sowohl was die zugrunde liegenden erlaubten Zeitabweichungen betrifft, als auch die Mess- und Prüfverfahren als solche. Ich bin nicht Techniker genug, um beurteilen zu können, was besser, was schlechter ist. Es sind in allen Fällen extrem genau gehende Uhren und dieses wird mit dem Chronometer-Zertifikat bescheinigt. Wobei in beiden Fällen das Zertifikat die Momentaufnahme im Augenblick der Prüfung ist. Sofern die COSC-Zertifizierung Teil der Produktbeschreibung ist, ist das wahrscheinlich etwas, auf das ich mich während der Gewährleistung und oder Garantie berufen kann. Danach ist es aber nur ein erstrebenswertes Ziel, was auch nicht auf Kosten des Herstellers wieder erreicht werden kann. Insofern, es ist wunderbar, dass das technisch möglich ist. Es ist für mich beeindruckend, dass Uhren diese Ganggenauigkeit erreichen. Ich muss aber gestehen, für mich persönlich in der Praxis mit meinen Tragegewohnheiten, was bedeutet eine Uhr maximal 5 bis 7 Tage am Stück am Arm, ist diese Ganggenauigkeit über das rein technische Interesse hinaus nicht relevant. Das mag bei jemandem, der die Uhr als alleinige Uhr hat und dauerhaft trägt, mit Sicherheit anders sein. So viel zu dem Begriff Chronometer. Ein Chronograph ist etwas komplett anderes. Ein Chronograph ist eine Uhr mit Zusatzfunktionen. So wie hier im Bild. Sie hat neben der reinen Funktion der Zeitanzeige 3 in diesem Fall farblich abgesetzte Totalisatoren auf der 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr Position. Und die Zusatzfunktionen eines Chronographen bestehen darin, die Zeit stoppen zu können. Wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, das habe ich nachgelesen, heißt Chronograph Zeitschreiber. Heute könnte man es vielleicht mit Armbandstoppuhr übersetzen. Denn genau das ist die Funktion eines Chronographen. Die Zeit unabhängig von der angezeigten Uhrzeit mit einem zusätzlichen Mechanismus stoppen zu können. Das kann nur die Sekunde sein, die gestoppt wird. Es kann die Sekunde plus Minuten sein. Es können sogar Stunden gestoppt werden. Das ist unterschiedlich, aber einem Chronographen ist immer gemeinsam, dass neben der normalen Zeitanzeige die Stoppung einer zusätzlichen Zeit erfolgen kann. Ich würde gerne noch anreißen, was für verschiedene Anordnungen für Chronographen es gibt, also diese kleinen Zusatzkreise. Ich zeige sie euch nochmal. So. Diese kleinen Zusatzkreise hier
silbern abgesetzt, nennt man Totalisatoren. Und die können unterschiedlich angeordnet sein. Hier in diesem Fall haben wir eine Tri-Compax-Anordnung. Das bedeutet, die Totalisatoren sind auf der 9 Uhr, 6 Uhr und 3 Uhr Position angeordnet. Die heute wohl am häufigsten anzutreffende Anordnung ist die Anordnung auf 12, 9 und 6 Uhr, was dem sehr, sehr häufig verwendeten Werk Valjoux 7750 wohl geschuldet ist. Daneben gibt es noch eine Bicompax-Anordnung. Da gibt es nur zwei Totalisatoren, entweder auf der 9 und 3 Uhr Position oder aber auf 12 und 6 Uhr. Es gibt auch noch andere Anordnungen, aber das sind dann tatsächlich eher Exoten als diese Variante hier. Neben den unterschiedlichen Anordnungen der Totalisatoren gibt es auch unterschiedliche Funktionen bei einem Chronograph. Die häufigste und auch am günstigsten zu produzierende und am günstigsten, einfachsten zu wartende ist die ganz normale: ich starte die Stoppung, ich stoppe die Stoppung und ich setze auf Null zurück. Damit sind alle Stoppzeiger in der Ausgangsposition und ich kann durch Drücken von Start erneut einen Stoppvorgang auslösen. Daneben gibt es aber auch noch andere Varianten. Ich möchte zwei davon ansprechen, aber auch nur kurz umreißen, denn vielleicht mache ich über diese beiden Varianten nochmal ein separates Video. Es gibt noch die Variante Rattrapant, was so viel wie aufholen oder einholen bedeutet, oder auch Schleppzeiger-Chronograph. Das ist eine Variante, in der unter oder über der Stoppsekunde ein zweiter Zeiger mitgeführt wird und durch Auslösen eines zusätzlichen Drückers teilt sich dieser Zeiger, also ein Zeiger läuft weiter, der andere bleibt stehen und somit kann ich eine Zwischenzeit stoppen, ohne dass die Hauptstoppung unterbrochen wird. Und durch Drücken des entsprechenden Chronodrückers holt dann der Zeiger, der die Zwischenzeit gestoppt hat, den normalen Sekundenzeiger wieder ein, läuft wieder parallel zu ihm ober- oder unterhalb des Stoppzeigers und dadurch kann ich beliebig viele Zwischenzeiten stoppen und das ist eine ausgefallene und auch relativ teure und komplizierte Komplikation eines Chronographen. Es gibt auch noch eine andere Variante und diese Variante nennt sich Flyback oder auf Deutsch Start, Stopp, Rück, Start. In diesem Fall wird die Stoppung gestartet. Ich beobachte, wo die Zeit steht und durch Drücken eines einzelnen Drückers springt die Stoppsekunde zurück auf Null und startet sofort wieder eine neue Stoppung. Das kann insbesondere bei Flugzeitenmessungen und Ähnlichem sehr wichtig sein, dass man keine Zeit verliert durch das Zurücksetzen und erneut starten, sodass ich also ununterbrochen bestimmte Zeiträume oder Strecken in Folge stoppen kann. Wie gesagt, zu den beiden Varianten mache ich vielleicht nochmal ein separates Video. Man sieht den Uhren von außen auf dem Ziffernblatt nicht an, um welche Varianten es sich handelt. Man sieht es vielleicht an einem zusätzlichen Drücker, aber ich finde sie extrem faszinierend und wenn es in meiner Beschreibung hier nicht ganz klar geworden ist, dann freut euch auf das Video, denn da möchte ich das wirklich sehr deutlich zeigen und auch ganz klar machen, worum es geht. Das war jetzt hier an dieser Stelle nur ein Exkurs, um zu zeigen, was ein Chronograph ist, welche Varianten es gibt und um ihn gegen den Chronometer abzugrenzen. Nochmal kurz die Zusammenfassung: Chronometer Qualität, Chronograph Funktion. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht schaut ihr euch auch meine nächsten Uhren-ABC-Videos an. Ich habe noch ein paar ganz interessante Themen. Ihr findet sie unten in der Videobeschreibung. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, euer WatchMaxi.